Reisefieber bei Adrienne und Mr. K. Wir wurden soeben abgegradet in die First Class, wie ihr unschwer erkennen könnt. Beinfreiheit und direkt am Cockpit. Im Wasserflugzeug geht es heute weiter zu den Traumstränden der Malediven. Komm heil an. Jetzt geht's in unsere Wasservilla. Und da freue ich mich schon drauf. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Wasservilla. Wir sind an unserer Wasservilla. Die ist irgendwie Porno. Hier einmal der Ausblick, der ist wunderschön. Und es ist das Badezimmer mit einer richtigen Wanne. Und irgendwie riecht es hier nach einem muffigen alten Männerparfüm. Hat hier ein alter Mann vorher in diesem Zimmer gewohnt? Ich habe keine Ahnung. Adrienne und Mr. K genießen ihren Traumurlaub in vollen Zügen. Die Malediven bieten die perfekte Kulisse für neuen Instagram-Content. Das war eine Leistung. Das war ein ganz schönes Rumgeaffe. Aber je blöder das aussieht, umso besser wird dann das Ergebnis. Nach dem Shooting geht es zurück zur Wasservilla. Du hast die Wahl. Entweder wir hören nochmal Fitzek oder Preston Child. Ich bin für Pendergast. Also Preston Child? Ja. Okay. Kannst du, ruf doch einfach an der Rezeption an. Dann kriegen die nochmal was, oder? Ja, mal gucken. Ich kann auch kaufen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Endlich ist er weg. Ich lese für mein Leben gerne, also ich liebe Bücher. Aber ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren irgendwie tragevoll geworden. Und es hat sich jetzt alles geändert. Ich habe nämlich vor dem Urlaub eine App entdeckt, die heißt BookBeat. Und BookBeat bietet echt eigentlich alles, was mein Herz begehrt, über zehntausende Bücher. Und ich kann jetzt lesen, wann und wie ich will. Und ich brauche entweder nur mein Tablet oder mein iPhone oder mein Telefon. Und ich habe jetzt echt schon alle meine Lieblingsautoren entdeckt und auch die neuesten Teile. Ich zeige euch mal ganz kurz die App. Ich zeige es mir kurz. Also das ist jetzt hier BookBeat, unterteilt in Bestseller, Neuheiten. Ich bin eher Typ Thriller. Ich liebe alles, alles Gruselige, Blutige. Wobei nicht immer unbedingt blutig. Und so habe ich auch meine Favorites hier gefunden. Also ihr seht, hier ist jede Menge vorhanden. Aber ich habe es mir schon quasi downgeloadet. Ist immer ganz praktisch, dass man dann quasi auch im Flugzeug hören kann. Hier ist noch Noah. Und zwar hier. Das werden wir jetzt gleich gemeinsam hören. Und zwar Preston Child, Dämon, Sumpf der Toten. Ich liebe Agent Pendergast. Und das ist nunmehr der 15. Teil. Und ich bin total begeistert, dass der jetzt auch in der App vorhanden ist. Hier. Sie hören Sumpf der Toten von Douglas Preston und Lincoln Child. Als die Türglocke läutete, hörte Constance Green auf. Adrienne und Mr. K sehen heute ein weiteres Stück vom Paradies. Während alle gerade die Delfine beobachten, machen wir uns hier über die Canapés her. Für 6 Personen, aber das ist eigentlich eine Portion, die würden wir alleine essen. Und somit essen wir jetzt heimlich. Wie geht's dir? Mir gut. Mir ist richtig schlecht. So mit einem Mal ist es gekippt. Schaukelt auch wie verrückt. Es schaukelt. Oh mein Gott. Ist die Toilette gut? Hilfst du mich? Nein. Es ist jetzt 19 Uhr und ich war nicht brechen. Ich habe es geschafft, das Boot ist langsamer gefahren, wir sind nicht mehr durch solche Wellen gerast. Alle Pärchen, die hier an Bord sind, haben traumhafte Fotos gemacht, wir haben die nicht gemacht. Ich bin echt froh, einmal im Leben Delfine gesehen zu haben. Ansonsten fällt mir gerade was ein, wir müssen noch Hotels buchen für Dubai. Wir haben noch keine Hotels für Dubai und fliegen hier bald wieder zurück. Bye-bye Malediven und Entspannung. Nächster Stop, Dubai. Es ist Urlaubstag Nummer 14 und wir haben es geschafft und betreten jetzt hier in diesem Moment das erste Mal ein Gym. Wie handhabe ich das im Urlaub? Sehr, sehr leger.
In ihrer Wettkampfphase 2014 trainierte Adrienne auch im Urlaub täglich. Mit dem Alter wird man reifer und jetzt handhabe ich das tatsächlich echt sehr, sehr entspannt. Das heißt, wenn ich Lust habe auf Training, dann trainiere ich. Habe ich keine Lust, mache ich es einfach nicht, denn ich sehe auch Urlaubsphasen als Erholungsphasen. Oh mein Gott. Es ist jetzt mittlerweile 12 Uhr. Wir liegen im Bett. Kurzes Fazit zum Urlaub. Es war anstrengend. Es war wirklich anstrengend und es hatte sehr, sehr wenig mit so typischem Urlaub zu tun. So den ganzen Tag nur am Pool hängen oder am Meer hängen oder irgendwas. Aber ich glaube, mir würde auch was fehlen, wenn es jetzt einfach nichts mehr zu tun gäbe. Also Social Media. Es gibt keinen Urlaub vom Social Media. Also wir nehmen unglaublich viele Fotos mit nach Hause, auf die wir dann zurückgreifen können. Und da bin ich echt richtig froh. Quasi alles für schlechte Zeiten.